Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Diesmal, wie ihr im Titel schon lesen könnt, ein ernstes Thema. Denn mir ist etwas aufgefallen. Und ich bin über diese Entwicklung leider sehr enttäuscht. Und ich glaube, ich sage euch hiermit etwas, was ihr da draußen noch nicht wisst. Und worum es jetzt im Detail geht. Ich bin ja jemand, ich habe gerne mal Beautyboxen, weil sie abwechslungsreich sind, mir Dinge geben, also enthalten sind, die ich jetzt so mir nicht kaufen würde und mich freue, wenn sie mal enthalten sind. Es gibt aber auch Beautyboxen, wo viel von dem Inhalt sehr, also nicht sehr passend für mich sind, wo ich leider gar nichts mit anfangen kann. Das heißt, wenn ich nicht vorher weiß, was drin ist, bestelle ich diese Boxen nicht. Nun könnt ihr ja im Titel lesen, es geht um die Firma Beauty Love und im Direkten über die Barbara Box. Barbara Box war neben die Brigitte Box eigentlich diese Art von Boxen, die ich total gerne hatte. Vorher gab es immer mal Streit oder Ärger, wo ich hatte bei Glossy Box, dass das nicht so gut lief. Pinkbox, die irgendwie ihre Erwartungen leider für mich nicht so erfüllt hatten. Blissinbox, die jetzt vor kurzem leider immer die Boxen viel zu spät geliefert haben, aber halt geliefert haben. Oder halt Boxen, die ich noch nie hatte. Gibt es ja auch. Die Fairy-Box zum Beispiel hatte ich noch nie. Nun informiere ich mich also tatsächlich in dem Thema oft vorher. Es gibt natürlich auch Boxen, da kann man mal so ein längeres Abo abschließen, weil es wird sich schon lohnen. Aber es gibt halt auch Boxen, wo ich sage, finde ich jetzt nicht so schön. Thema Barbara Box. Was ist denn eigentlich vorgefallen? Und zwar gab es ja diese Box, die Regenbogenbox. Die gab es von Mitte, Ende Februar an und war angeblich auch recht schnell ausverkauft. Ich hatte den Inhalt von dieser Box gesehen und fand sie leider für mich gut genug. Und ich habe mir gesagt, die will ich nicht haben. Dann gab es aber ein Angebot. Denn diese Box hieß am 1.3.2024 sei ausverkauft, es gebe eine Neukundenbox. Diese Neukundenbox sollte enthalten Produkte von Avant und anderen Firmen. Ich habe bis heute leider nicht gesehen, was der Inhalt dieser Neukundenbox ist. Es hatte auf Instagram mal einer kurz drunter geschrieben, was der Inhalt ist. Diese Person war aber Jahresabonnentin, also die bekommt die Box seit Monaten. Und hat aber statt der regulären Barbara Box diese Neukundenbox zugeschickt bekommen. Die war also enttäuscht. Und es war auch nicht der einzigste Fall. Es gab einige Kunden, die Neukunde geworden sind durch flexibles Abo oder weil sie schon mal bestellt haben, dann nicht. Und jetzt wieder, ist ja dann automatisch Neukunde, haben die reguläre Box bekommen, obwohl es hieß, die sei ausverkauft. Und Kunden, die lange dieses Abo haben oder die zweite Box jetzt in Folge, haben nicht ihre Box bekommen. Das heißt, bei Beauty Love/Barbara Box kam es zu einem Fehler. Also, dass halt die regulären Kunden ihre Box nicht bekommen haben, die Neukunden die alte, also die reguläre Box bekommen haben. Aber Barbara Box hat einen Fehler gemacht. Sie haben die Kunden nicht informiert. Einige Kunden haben bis heute keine Rückmeldung dazu bekommen, warum sie ihre eigentliche Box nie erhalten haben. Einige geben sich damit aber zufrieden und sagen, es ist halt so. Bis heute, heute ist der 3.5.24, gibt es kein Statement
dazu. Barbara Box, Team von Barbara Box hat sich bis heute nicht zu diesem Fehler geäußert. Ich habe mir also am 1.3.24 die Neukundenbox bestellt mit einer gratis Luxury Box im flexiblen Abo. Irgendwann kam dann eine Versandbestätigung und habe im März dann noch meine Bestellung bekommen, dachte ich. Ich hätte ja sonst nicht umsonst diesen Flyer hier. Ich habe die Box erhalten, die ich definitiv nicht haben wollte und die ich auch nicht bestellt habe. Nun habe ich natürlich sofort Kontakt aufgenommen und gesagt, ich habe nicht meine Bestellung erhalten. Ich habe das und das bekommen, aber nicht meine Bestellung. Ich habe keine Reaktionen bekommen. Eine Woche ist vergangen, nichts. Ich habe auf Instagram geschrieben, bis heute keine Reaktion auf Instagram von dem Barbara-Team von Social Media. Die zweite Woche ist verschritten, vergangen, einfach keine. Dann ist mir natürlich der Kragen geplatzt. Ich habe die auch nicht bezahlt, die Bestellung, weil ich habe ja nicht das bekommen, was ich bestellt habe. Und da braucht auch keiner sagen, ja, du hast ja wenigstens etwas bekommen. Es ist halt einfach nicht das, was ich bestellt habe. Und ohne irgendeine Mitteilung möchte ich das auch eigentlich nicht haben, weil es ist, dann soll man mir schreiben, es kam zu einem Fehler, wir bitten das zu entschuldigen. Das wäre ja wenigstens was gewesen. Aber von Barbara Box Team gab es keine Rückmeldung. Also habe ich gesagt, Widerspruch, das geht so nicht. Ich habe ja, wie gesagt, meine Bestellung nicht bekommen, also ist ja ein Widerspruch auch noch, Widerruf auch gültig. Der tritt ja erst an nach 2 Wochen. Da sie sich aber ja nicht gemeldet haben, habe ich also reagiert und habe gesagt, Widerruf. Ich möchte meine Bestellung haben. Ne, ich bezahle meine Bestellung nicht, weil ich habe sie nicht erhalten. Ja, und dann kam nach einer weiteren Woche Verzug endlich mal eine Rückmeldung. Ich habe mir ja tatsächlich auch gedacht, ja komm, ich habe für ja ein bisschen eine Rückmeldung mit denen und schreibe mal hin und her. Ich lese euch da mal ein bisschen was vor. Leute, auf einmal war die Aufnahme irgendwie Fehler. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hoffe, jetzt läuft wieder alles. Also, ich wollte euch vorlesen, was ich zur Rückmeldung bekommen habe. Ich habe am 10.04. jetzt dann geschrieben, wie gesagt, Widerruf. Am 11.04. haben sie mich dann angeschrieben, dass sie mir nicht folgen können, was habe ich denn jetzt nun erhalten? Darauf habe ich hin am selben Tag noch geschrieben, um was es geht, dass ich ja eigentlich die Neukundenbox bestellt hatte und aber die nicht bekommen habe, sondern die andere Box. Und am 12. April hat man mir dann zurückgeschrieben, vielen Dank für die Rückmeldung, gerne schicken wir Ihnen noch eine Box nach. Lassen Sie uns noch einmal wissen, ob Sie den Widerruf hinterlegen sollen oder eine neue Box auf den Weg bringen sollen. Ja, also habe ich mich dann geschrieben, habe gesagt, hier, ja, ich hätte gerne die neue Box nachgeschickt. Daraufhin hatte es wieder ewig gedauert. Ja, also am 12.04. hatte ich geschrieben, hier, möchte dann die Box haben. Das war ein Freitag. Und da ja Wochenende war und ich weiß aber nicht, warum so lange das dann gedauert hat, musste wieder bis zum 17.04. warten. Ich müsste doch noch die aktuelle Rechnung bezahlen, damit die Liefersperre vom Kundenkonto entfernt ist. Am 17.04. Und ich habe dann am 17.04. geschrieben, ich habe das Geld überwiesen.
Am selben Tag. Seit dem 3.4. habe ich die Bestellung nicht bekommen. So, jetzt habe ich tatsächlich am 30.4. wieder geschrieben und habe gesagt, hier, wo ist meine Bestellung? Ich habe am 17. überwiesen. Wir haben mittlerweile den 3.5. Und es kam einfach immer noch keine Rückmeldung dazu. Ich schaue jetzt hier auch gerade nochmal durch, ob ich jetzt während ich das Video mache, aber nee, nein, da ist nichts. Sie haben mir geschrieben am... Also ich hatte ja, wie gesagt, mich beschwert, dass ich das überwiesen habe. Ich habe da mehrfach geschrieben, am 29.04. und am 30.04. dann nochmal. Und ich habe immer wieder geschrieben, ich habe das überwiesen. Hallo. Am 2.05. hat man mir dann geschrieben, vielen Dank für die Nachricht. Ich habe das direkt vermerkt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wie, was vermerkt? Bekomme ich jetzt die Box oder sagen sie sich, ha, die ist so dumm, die hat das jetzt das Geld überwiesen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Ich habe davor auch geschrieben, am 30.04. auch an die Faxnummer und so weiter, dass das Richtung Betrug geht. Dass, wenn ich keine Rückmeldung bekomme, ich mein Geld wieder von der Bank zurückfordere, wegen nicht... Erfüllung des Kaufvertrages, ne? Was ja nun mal stimmt. Also der Kaufvertrag kam ja nicht zustande. Hab das überwiesen mit der Hoffnung, man schickt mir was, aber hat nicht zurückgemeldet. Nun kam ja diese Meldung. Der 3.5., also das kam ja, ist ja gestern eingegangen, am Donnerstag. Jetzt ist ja Wochenende. Daher habe ich jetzt denen dann geantwortet und habe denen Zeit bis zum 10. Mai gegeben. Und sollte bis zum 10. Mai nichts passieren, werde ich natürlich diesen Schritt dann gehen müssen und mein Geld dann endgültig wieder zurückfordern, wegen Nichterfüllung des Kaufvertrages, Verdacht auf Betrug. Denn wie gesagt, man hat mir ja nicht geschrieben, warum, wieso, weshalb. Man hat mir einfach nicht geschrieben, was Sache ist. Nix. Ich habe auf meine Fragen, die ich gestellt habe, keine Antworten bekommen. Ich habe eine nähere Versprechung bekommen, dass man das mir schicken möchte. Das war am 12. April und mit dann am 17. April, ja hier, sie müssen noch das Geld überweisen. Und wir haben jetzt den 3.5. Ich habe am 1. März bestellt und am 3.5. habe ich immer noch keine Meldung, was jetzt nun mit dieser Bestellung ist. Und das grenzt für mich natürlich an Betrug. Weil wenn ich halt nicht auf Kundenreaktionen reagiere oder Versprechen mache, aber die auch bis jetzt nicht erfülle, dann ist das für mich Betrug. Ne? Weil so lange dauert auch keine Überweisung. Und dann hätte man ja auch reagieren können und sagen können, ja, wir haben Ihr Geld erhalten. Es verzögert sich aktuell, wir schicken Ihnen die Box aber definitiv nach. Haben Sie noch ein bisschen Geduld, dass Sie irgendein Datum nennen, irgendwas, aber nichts, gar nichts, bis heute einfach nichts. Das ist, wie gesagt, für mich Betrug. Ich bin extremst enttäuscht und kann euch gar nicht sagen, wie dumm ich das finde, aktuell diese Situation. Und da möchte ich euch noch ein weiteres Thema dazu zeigen. Ich muss nur mal ganz kurz hier was wegklicken. Das ist halt immer ungünstig, wenn ich mal einen anderen Browser nehme als meinen regulären. Da möchte ich nämlich mit euch mal durchgehen, weil hier bin ich nirgendwo angemeldet. Ich muss nur ganz kurz gucken. Fensteraufnahme. Ich mache das mal klein, damit es dann geht. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich die Fensteraufnahme reinbekomme. Sieht aber gut aus. Ja, da ist es okay. Ich schiebe mich mal zur Seite und klein. Wir machen das jetzt zusammen. Ich muss nur mal gucken, ob das so passt.
Schieben uns hier rüber und dann mache ich mich mal natürlich ein bisschen kleiner. So reicht das. Ich schaue nur gerade, ob wir alles drauf haben. Natürlich noch nicht. Das heißt, wir müssen das hier noch kleinern. Den Browser. Das stimmig ist. So, dann kann ich mich auch wieder vergrößern. Ja, wir machen das nämlich jetzt, wie gesagt, zusammen. Das, was ich euch zeigen möchte, warum ich glaube, Beauty Love, auf Wiedersehen. Ich habe leider die große, böse Vermutung, dass es Beauty Love so nicht mehr lange geben wird. Weder haben sie dann nur noch eine dieser Boxen, oder sie haben gar keine. Wie genau es aussieht, kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich bin ja nicht hellsehen. Ich kann euch nur das zeigen, was aktuell Sache ist. Am besten, nee, ich mache das nochmal kleiner. Ich will euch das schon komplett zeigen mit Suchleiste. Genau, wir haben hier jetzt den Browser, ne? Seht ihr ja, meine Maus. Und ihr kennt vielleicht die Seite von Beauty Love. No? Beautylove.de. Was ist denn das? Das ist aber doch die Pinkbox. Und auf einmal steht da oben Pinkbox in der Suchleiste. Da hat sich bestimmt die Melanie verschrieben. So, das heißt, wir gehen also auf Google. Wir haben hier die Google-Suche. Die kennt ihr ja. Muss mal hier in die Google-Suche, Entschuldigung. Genau, die Google-Suche. Wir alle. Jetzt gebe ich dort ein Beauty Love. Wir haben hier Werbung. Guckt mal, beautylove.de. Beautyboxen, koreanische Beauty und mehr. Jetzt muss es aber richtig sein. Was ist das denn? Ist ja immer noch die Pinkbox. Wenn man jetzt aber regulär schaut bei Barbara Box, ne? Die funktionieren, die Seiten. Und bei Barbara Box kann man ja hier unten über das Impressum schauen. Und da steht halt diese Beauty Love Adresse so drin. Also das ist ja jetzt nicht, dass ich mir jetzt hier ausdenke, wo die herkommen. Ihr seht das ja auch hier unten. Kontakt Barbara Books ist dieselbe Adresse. Ne? Jedoch existiert Beauty Love. Ich habe das Gefühl, dass das leider nicht aussieht. Dass dieser Fehler, der da bei Barbara Books entstanden ist, und ja nicht nur bei mir, ein weitaus größeres Problem nach sich gezogen hat. Und zwar das Problem, was sich Richtung Insolvenz anhört. Denn wenn deine Hauptwebseite nicht mehr funktioniert, wenn du vor Monat noch einen Inventur-Sale hattest, wo Boxen noch für 3 Euro und sonst wie verkauft worden sind von deinen Anbietern, macht das halt den Eindruck, du bist insolvent. Zu Beauty Love gehören Barbara Box, Brigitte Box, Pink Box, Luxury Box und ab und an mal noch eine Queen Box. Und dann gibt es halt immer noch so Special Boxen, Limited Edition Boxen, Sommer Box. Meist dann bei einem Anbieter die Muttertagsboxen bei Barbara Box oder halt eine Summerbag bei Pinkbox. Dann gab es auch die Adventskalender immer von diesen Anbietern. Ne? Ich
Hatte schon länger jetzt ja immer aufgepasst, so geschaut nach nach der aktuellen Entwicklung über Barbara Box, weil mir das ja natürlich nicht mich loslässt. Was ist denn jetzt nun mit der Bestellung los? Ne? Bezahlt zum Christ nicht. Dass ich dann immer auch die Beauty Love Seiten mit offen hatte. Und diese Beauty Love Seite hatte vorgestern noch Main Trends angezeigt, also Wartungsarbeiten. Nun ist es so, dass du von der Beauty Love Seite direkt, wenn du das eingibst, auf Pinkbox verschoben wirst. Das machen Internetseiten, wenn wie bei X, wenn du zum Beispiel bei Twitter suchst, also gibst du in der Internetseite bei Google Suche Twitter ein, wirst du zu X weitergeleitet, aber die Internetseite steht immer noch da. Twitter. Oder du gibst halt X ein und wirst weitergeleitet zu X, aber oben steht dann noch Twitter. So ist das eigentlich so ein gängiges Verfahren, wenn deine Seite ein Fresh-Up, eine Erneuerung bekommt, oder der alte Betreiber nicht mehr läuft, aber man das schon so die Webseite auf diese neue Seite schiebt. Aber die Leute über noch die alte Suchadresse, über die alte Webseite gleich zu dir kommen. So ist der gängige Fall. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung dazu sagen. Ist Beauty, Love, Schrägstrich, Barbara, Brigitte und so weiter, sind sie insolvent? Oder was ist da los? Weil, wie gesagt, das ist nicht mehr normal, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, keine Statements dazu kommen. Wenn ich jetzt natürlich die Erste bin, die das jetzt hier liegt, dann liegt es einfach, liegt es einfach daran, dass ich halt sehr aufmerksam bin und halt, wie gesagt, mich mit sowas nicht abspeisen lasse, sondern immer auf mein Recht beharre. Und bin extremst gespannt. Solltet ihr also erfahren, dass Beauty Love insolvent ist oder sich komplett auflösen, dann heißt das im Umkehrschluss auch, dass wir vier Beauty-Boxen plus ab und an mal die Korea-Box verlieren. Keine Barbara-Box, keine Brigitte-Box, keine Luxury-Box und keine Pink-Box. Oder aber sie haben dann nur noch eine einzige Box. Ich glaube aber, selbst das wird denen einfach nicht gefallen. Wird niemandem gefallen, dass diese Boxen wegfallen. Das ist ein großes Dilemma und sollte es wirklich dazu kommen, vielleicht haben sie auch wirklich nur Umstrukturierungsmaßnahmen, weswegen die Boxen nicht rausgehen, deswegen die nicht auf Antworten reagieren. Sagt, ich bin ja nur, nicht nur ich betroffen, sondern auch andere Kunden sind ja betroffen. Deswegen ja, das würde ich sagen. Also ich finde es, wie gesagt, ganz schön krass, das jetzt so zu sehen. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie die Entwicklung sein wird jetzt in Zukunft. Also wenn ich recht hatte, wie gesagt, wird es sehr ärgerlich werden für viele da draußen. Einzig so gut, wenn man Sport heute geht. Ja, das wollte ich euch gerne mitteilen, dass ihr da draußen Bescheid wisst, dass die Lage ernst ist und nicht so gut aussieht. Und ich hoffe, ich kriege das Video zusammengeschnitten, sonst wird das Zweiteilung. Bitte dich zu entschuldigen, sollte es so kommen. Ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall einen wunderschönen Tag soweit. Lasst euch nicht unterkriegen, beharrt auf euer Recht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.